Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Time to Do Spezial. 30 Minuten gebündelte Information heute zum Thema Algenglück. Wenn es welche sagen, wie bitte? Nein, Sie haben richtig verstanden. Nicht Alpenglück, sondern Algenglück. Und was das ist und was wir daraus lernen können, was wir da erfahren und wie es wirkt bei uns, das sagt uns jetzt Frau Dr. Heidi Wichmann. Herzlich willkommen im Studio. Hallo Norbert. Also wir singen nicht und so, sondern es hat mit irgendwas anderem zu tun. Algen, wissen wir, sind irgendwelche Teile, die aus dem Meer kommen. Warum Algenglück? Was steht dahinter? Also, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ich bin ja Neurobiologin und Meeresforscherin. Ich habe halt mit Algen geforscht, einige Jahre. Und Algen machen glücklich, Punkt. Also unter anderem, ich weiß wie gesagt nicht ganz, wo ich anfangen soll. Es ist halt, dass Algen wahnsinnig vollgepackt sind mit Nährstoffen. Also in einem Kilo Alge, Meeresalgen jetzt, es gibt ja auch aus Süßwasser- oder Aquakulturalgen, aber jetzt wirklich Meeresalgen aus dem Meer, die haben ein Kilo Meeresalgen finden sich aus 10.000 Litern Meerwasser die ganzen Mineralstoffe und Spurenelemente. Und sie sind quasi so wie die Wildpflanzen an Land, noch sehr urtümlich, nicht kaputt kultiviert und sind natürlich so hervorragende Quellen für uns. Zum einen, dass wir diesen ganzen Zellschrott rauskriegen und auf der anderen Seite die wichtigen Nährstoffe wieder reinkriegen, was für viele Körperprozesse und auch für das Wohlbefinden des Menschen absolut wichtig ist, also ein wichtiger Grundpfeiler. Und deswegen Algenglück und außerdem heiße ich Heidi. Das fand ich lustig. Algen, zwei Fragen dazu. Wir kennen natürlich Algen. Wir haben hier auch im Studio schon Chlorella, Spirulina und sowas vorgestellt. Dann kam irgendwann die große Warnung, Achtung, vorsichtig, Fukushima, alles verseucht, alles radioaktiv. Woher kommen die Algen und wie gut werden sie untersucht, dass sie natürlich nicht die vielen Schadstoffe, die wir mittlerweile ins Meer eingebracht haben, gleich wieder zu uns zurücktransportieren? Wie machst du das? Also das ist gut, dass du die Frage stellst, weil man die ganz, ganz oft gestellt wird. Also zum einen, aus dem Nordatlantik, wo ich meine Makroalgen hauptsächlich herbeziehe, das ist alles noch sehr, sehr gut, dass der Vorteil immer weitaus größer ist als irgendwelche negativen Auswirkungen. Also wir vergessen irgendwie immer, dass so wie das Wasser im Meer, die Luft an Land, das alles verbindende Medium ist. Und ich habe zum Beispiel Kurkuma, also meine Algen sind natürlich alle getestet, ne, biozertifiziert, Rohkostqualität, und auch teilweise aus der Aquakultur, aber da muss man ganz genau achten, genau wie bei Kulturpflanzen, dass die vernünftig nährstoffreichen Medium, das kann man billig machen, das kann man gut machen, das ist vergleichbar mit dem Bauern, der, also entweder so eine Massenanlage, wo ich meinen vermeintlichen Biopaprika zwar herkriege, da ist aber nichts mehr wirklich drin an Nährstoffen, die wir ja brauchen, weil die Pflanzen kriegen die aus der Erde. So, und im Meer ist das halt genauso. Die meisten heute Großbetriebe arbeiten mit Nährlösungen auf Steinwolle und in Gewächshäusern. Das heißt, weder Erde noch Sonne kommt an die Pflanze. Exakt. Haben wir natürlich dann auch das Ergebnis. Und das kannst du für die Aquakultur auch machen. Also die sind jetzt halt, ich habe sehr, sehr, sehr viele Algen durchprobiert und für mich sind Makroalgen, ich nehme auch alles selbst, also es geht nichts raus, was ich nicht selber nehme, Punkt. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt sehr, sehr gute Qualitäten und die sind alle schadstoffgeprüft und wir müssen uns von dem Gedanken einfach verabschieden, dass irgendetwas völlig giftfrei ist. Denn auch der Apfel, der draußen wächst, ist der Luft ausgesetzt. Oder. Und da absolut logisch. Da brauchen wir aber auch nicht in Panik verfallen. Denn was überhaupt nicht beachtet wird, das finde ich sehr erstaunlich, deswegen habe ich da zum Beispiel auch einen Artikel drüber geschrieben, das sind alles epigenetische Faktoren. Also die Epigenetik ist ja die Wissenschaft der wie äußere Einflüsse auf strukturellen Entwicklung des Menschen, sage ich immer. So, ja, genau, wie die Umwelt Einfluss auf unsere Gene hat. Also das ist jetzt nicht, dass das alles festgeschrieben ist. So, das wird ja leider heute immer noch so gelernt, obwohl die Wissenschaft was ganz anderes sagt und dieses ganz andere Feld auf ist. Das kommt nur bei ganz vielen noch nicht an. Und genauso wie wir uns den ganzen Herausforderungen anpassen, ja, sonst wären wir alle schon längst weg. Genau. So, müssen es Algen beispielsweise auch. Also das heißt, wenn sie
Sie sterben auch, wenn sie Giften ausgesetzt werden. Ja. Punkt. Also ganz einfach. Und sie bauen Schutzmechanismen auf, damit sie überleben können. Und natürlich muss man auf die Qualität achten, wie auch bei anderen Nahrungsmitteln. Ja. Nichtsdestotrotz sind sie einfach uns weit voraus und als Urahn der Landpflanzen beispielsweise tragen sie halt einfach so viel in sich an allen möglichen Nährstoffen, Vitaminen, Fetten und weiß ich nicht was, dass sie einfach so eine wahnsinnig tolle Grundversorgung ja, bieten, darstellen und was bieten. viele unserer normalen Nahrungsmittel, die wir Richtig, kennen, die wir heute, wir richtig. gehen einkaufen in den Supermarkt, was machen wir? Wir kaufen Tomaten und Karotten und Zwiebeln und was weiß ich und Paprika oder was wir essen wollen, Zucchini, Auberginen, wie auch immer. Aber wir vergessen eins, und bei der Tomate ist es am erschreckendsten, dass die Tomate heute nur noch 22% der Nährstoffe in sich trägt, die sie vor 100 Jahren mal hatte. Also würde bedeuten, wir müssten theoretisch 5 Kilo Tomaten jeden Tag essen, um wieder die gleichen Nährstoffe aufnehmen zu können, wie das früher war. Geht natürlich nicht. Keiner kann solche Berge Gemüse essen. Das Nee, schaffen wir gar nicht. das stimmt. Aber unser Körper braucht trotzdem die Nährstoffe. Ja, jetzt gehen wir entweder in den Mangel, oder wir suchen uns eine sinnvolle Nahrungsergänzung. Und ihr wisst, wie meine Einstellung da ist. Es geht mir nicht darum, Nahrungsergänzungsmittel zu propagieren und zu sagen, so, die retten die Welt. Nein, wir müssen wieder anfangen, unseren Planeten sauber zu halten und wieder schauen, dass die Nahrung, die draußen wächst, auch wieder die nötigen Nährstoffe enthält. Aber wir leben nun mal in der Realität und da ist es im Moment nicht so. Deswegen ist es ganz wichtig. Und Algen haben auch einen Entgiftungsfaktor. Und der ist ja mit jedem Atmen draußen. Mir hat vor kurzem einer gesagt, steh 5 Minuten an einer Kreuzung in einer belebten Stadt, wo so vierspurig alles da zusammen, sagt er, hast du Schadstoffe drin, wo du einen Monat entgiften musst, um die überhaupt wieder aus dem Körper rauszukriegen. 5 Minuten an einer belebten Kreuzung. Dann sage ich, und da höre ich, was alles in unserer Umwelt ist. Jetzt können wir aufs Wasser gehen, jetzt können wir auf die Nahrungsmittel gehen, jetzt können wir auf alle möglichen Dinge gehen. Ich meine, es gibt ja Menschen, die ziehen sich tolle Schuhe an, denken sie zumindest, da ist so viel Gift in den Schuhen dran, was sie über ihre Fußsohlen Ja, aufnehmen, genau. dass die Leute krank werden, weil sie Billigschuhe tragen. Ne? Ja, Und ja. da fehlt noch uns viel Verständnis. Ja. Ein Punkt hast du mir im Vorgespräch noch gesagt, dass das Verhältnis der Mineralien genauso ist, wie es im Körper eigentlich sein muss, in der Alge, dass die Alge wie so ein Pendant bildet zum Menschen. Und du setzt sie ja auch noch anders ein. Es ist ja nicht jetzt rein, dass du sagst, so, ich habe euch jetzt hier grüne Algenpillen. Habe ich auch, aber Ja. relativ wenig. Also da habe ich nur so zwei, drei Produkte. Genau. Ja. Vielleicht machen wir doch mal Folgendes. Wie gesagt, Neurobiologin. Biologin. Ich komme aus der Grundlagenforschung und Genau. ich habe halt nach Substanzen gesucht. Natursubstanzen, Naturstoffe sind der Ursprung der Medikamente letztendlich, Ja. ja, die ja ein großes Potenzial in der Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen zeigten. So, da war ich halt tätig, bin auf eine Algensubstanz gestoßen, die vor allen Dingen im Meersalat vorkommt und bin so überhaupt auf Algen aufmerksam geworden und habe mich dann mit dem Gebiet Algen, habe ja auch ein Buch also darüber geschrieben, wo die ganzen wissenschaftlichen Studien oder eine Auswahl davon zitiert ist im Bereich degenerativ und dass da ganz viel Potenzial ist und bin auch so weit gekommen, dass ich einen großen Forschungsantrag durchbekommen habe, bin dann aber gegangen, weil Universität und Freiheit hat nicht viel miteinander zu tun. Das wissen wir heute und wir Ja. wissen ja, wie die ganze Finanzierung dieser Genau. Institute erfolgt. Und dann geht es Richtig, natürlich auch in richtig. die Richtung. Ich würde gern den Zuschauern mal deine Webseite zeigen, weil dort gibt es viel Informationen drüber. Wir reden noch über Erfahrungen gleich mit den einzelnen Produkten. Liebe Zuschauer, wenn Sie auf www.dr-wichmann.com gehen, dann erscheint diese Seite vor mir. Dankeschön an die Regie. Dort starten Sie. Da gibt es natürlich oben die Menüpunkte, wo Sie sich einzelne Dinge anschauen können. Ich möchte jetzt mal einfach etwas runtergehen und darunter sind schon Produkte zu sehen. Vielleicht tust du uns kurz erklären, so von links nach rechts, was der Zuschauer da sieht und wozu dieses Produkt geeignet ist. Also, wer auf meine Seite sieht, der wird als erstes sehen, dass ich die Algen, was sind algenbasierte Nahrungsergänzungsmittel. Also, was ich festgestellt habe damals am Küchentisch, als ich die zusammengestellt habe, ist, dass Algen die Eigenschaft haben, hochqualitative Algen natürlich nur,
die anderen Inhaltsstoffe quasi zu unterstützen und zu verbessern. Was wir halt dort haben, ist jetzt ganz das mit dem Braun an der Seite, das ist der Chaga, das ist ein Pilz, der auf der Birke wächst. Und Chaga ist aus der finnischen und russischen traditionellen Medizin sehr bekannt. Das Tolle ist, dass es halt sehr viel Melanin und Das hier, ne? ja, Der hier dieser Braun, links ist. genau. Und Genau. das enthält halt viel Melanin und die sogenannte Superoxid-Dismutase, die einfach sehr stark antioxidativ aktiv ist. Und ja, was ich herausgestellt habe, auch gerade in Kombination mit D3-UMK2, also pro Kapsel sind 1000 Einheiten D3 und in 6 Kapseln findet man die 200 Mikrogramm K2, die empfohlen werden. Und das mit meinem Algenextrakt, den ich ja eigentlich weiter erforschen wollte, der ist da auch mit drin. Und auch andere Extrakte, wie zum Beispiel ein Pfefferextrakt. Also ich verbinde quasi traditionelles Wissen. Verbraucht es ja zum Stoffwechsel, ne, der Pfeffer? Ja, und das hält Genau. ja auch macht aktiver die Bioverfügbarkeit und alles. Genau, Und ja. wir haben halt häufig, dass die Menschen tatsächlich nur eine Kapsel am Tag brauchen. Manche brauchen mehr. Es ist halt sehr individuell. Also da ist jeder Mensch ist individuell. Wenn wir ein bisschen drauf eingehen, man kriegt ja viele Informationen von Menschen, die das Produkt genommen haben, Ja. wo sie sagen, du, das ist bei mir passiert, das ist bei mir passiert. Ihr habt große Erfahrungswerte, wobei ich immer den Zuschauern sage, diese Erfahrungswerte, die die Frau Dr. Wichmann jetzt schildert, sind nicht zu pauschalisieren und das heißt auch nicht, dass es Heilaussagen sind und dahingehend, dass sie wissen, wenn ich die Kapsel jetzt nehme, passiert das und das. Nein, kann gar nicht sein, weil sie ernähren sich vielleicht ganz anders, leben in einem ganz anderen Umfeld, haben vielleicht den ganzen Tag Stress von morgens bis abends, dann ist ihr vegetatives System ein anderes. Also grundsätzlich haben wir Menschen alle die gleichen Organe, aber die funktionieren unterschiedlich, denn wir leben unterschiedlich. Und die Erfahrungswerte, die wir jetzt ansprechen, sind einzelne Klienten, Patienten, die sich gemeldet haben und gesagt, Mensch, ich nehme das jetzt so und so lange Zeit und das ist bei mir das Ergebnis. So bitte ich das zu verstehen. Okay, dann legen wir mal los. Also Chaga ist sehr gut bei mir gewesen. Also ich achte immer darauf, dass einerseits die Entgiftung so gut wie möglich ist und auf der anderen Seite halt auch der Gehalt im Körper, genau, dass dass das das alles im einfach, richtigen weil Verhältnis ich war ist. sehr weit runter. Ich habe mich nicht gut ernährt. Ich war früher auch sehr, sehr stark übergewichtig. Also ich habe weit über 100 Kilo mal gewogen. Und Wow, das Geheimnis, jetzt werden dich Tausende von Frauen anschreiben. Wie hast du das und ich gemacht? muss euch leider sagen, das ist so ein komplexes Thema. Also einerseits ist das natürlich der Nährstoffmangel. Also wenn man gerade Hunger auf Schokolade hat, dann ist es eigentlich Magnesium, was fehlt. Und ich hatte zum Beispiel nur noch ganz dünnes Haar und jetzt ist es eher so, dass die Leute fragen, oh, was machst du mit deinem Haar? Also ich habe ganz feine Haare und ich habe jetzt auch wieder Locken gekriegt, womit ich erstmal gar nicht klarkomme, weil das ganz anders behandelt wird. Es ist so ein bisschen krisselig hier unten. Und bei mir war wirklich das ein unerkannter Mineralstoffmangel. Das war Algenglück Sango, was mir da wahnsinnig geholfen hat. Also sind ja die Haare gesprossen hier überall und ich reagiere oder mein Körper sagt mir bei Stress immer, Haarausfall, dann macht sie was. So, zack, fallen die aus. Das ist ganz, ganz schnell bei mir. Und da hat mir das Algenglücksango halt sehr gut geholfen, weil das einfach wahnsinnig voll ist mit Calcium, Magnesium, aber auch mit Biotin und mit ganz, ganz vielen Dingen zusammen mit den Meeresmineralien. Weil wenn wir so übersäuert sind, die Meeresmineralien, das sind die mit der Welle, dass unser Körper wieder ins Basische geht. Und wir haben halt auch das Feedback von einigen Therapeuten, die das zunehmend nutzen, weil sie einfach gemerkt haben, hochqualitativ keinerlei künstliche Zusatzstoffe. Also das einzig nicht so Gute ist der Traubenzucker, wo das eine natürliche Substanz ist. Das ist aber durch das D3 und K2, weil hochkonzentrierte Vitamine, nutze ich lieber einen Traubenzucker, als es gibt jetzt auch welche mit Öl. Die sind aber bislang noch nicht so gut. Da tut sich aber viel. Und ansonsten haben wir da wirklich nur Algen und Naturstoffe drin und ein paar hochwertige Extrakte je Produkt. Also bei den Haaren Sango und Meeresmineralien. Bei meinem Schlafproblem habe ich das mit dem Chaga, hat mir da sehr geholfen, auch zur Entgiftung natürlich. Und was ein total interessanter Nebeneffekt war, ist, dass meine Zirbeldrüse immer freier wurde. Das heißt, die Träume gehen auf einmal ab wie sonst was. Und auch so,
ja, so Meditationserfahrungen werden tiefer, weil wenn die Zirbeldrüse, Feinspüriger mittlerweile. ich war schon immer recht sensibel. Ich habe auch immer sehr viel mit Tieren immer, ne, mein, das ist ja häufig zusammen. Und das Schön. hat sich sehr, sehr stark gesteigert. So auch, das ist schon mal ganz witzig, weil alle Hunde kommen immer zu mir, alle Katzen kommen zu mir, sogar die Vögel. Also das ist ganz witzig, so typisch Heidi mittlerweile. Und ja. Nein, aber man sieht, und jetzt wo du geredet hast, habe ich dich jetzt mal so abgeleuchtet, wenn ich das so sagen darf. Du hast keine Falte. Ich sehe auf deiner Stirn ist Ja, ich komplett habe schon glatt. Also viele. Denkerfalten ein Na bisschen. gut, jetzt müsste ich mit dem Mikroskop da kommen und hinschauen. So, auch so, du hast ein sehr jugendliches Aussehen und oft hat man ja gerade das, wenn so Dinge und Stresssituationen, dass dann die Haut brutal leidet und wie gesagt Haare ausgehen oder so. Ja, das Aber es ist scheint krass. so zu sein, dass du mit den Produkten, die du selbst, das spricht ja immer dafür, sag ich, wenn einer, der ein Produkt entwickelt, auch selber nimmt, liebe Ja, Zuschauer, dann ja. wissen wir, was funktioniert. Wenn er es selber nicht isst, dann wäre ich immer vorsichtig. Ja, ich bin jetzt 40 geworden, das glauben die wenigsten. Das ist schon nett dann, ne? Ja, So. es ist schön und du Ja. hast auch ein sehr strahlendes Aussehen. Also müssen die Produkte irgendeine Wirkung zeigen. Und wenn man das jetzt so sagen kann, also gerade D3, K2 ist ja bei Das ist uns ganz, im, ganz wichtig, ja. ja, Ganz, wo ganz sitzen wir wichtig. ständig in Jetzt neonbeleuchteten ja auch, Räumen, ja. elektromagnetische Frequenzen, die auf uns ballern über die Computer. Ist auch für Alginate in Braunalgen zum Beispiel beschrieben, ne? Und nicht nur Radioaktivität, dass sie da ausleitend wirken, sondern auch bei elektromagnetischen Bestrahlung, dass dort, also es geht ja, zum einen geht es natürlich darum, dass wir uns so wenig Giften wie möglich aussetzen. Deswegen auch die Kosmetik ist ganz wichtig, ne? Also, dass ich mir da jetzt nicht irgendwelche Mist immer ständig auf die Haut lade, weil die Haut nimmt das natürlich auf. Es ist ein sehr, sehr großes Organ. So. Auf der anderen Seite zeigen Haut und Haare ganz besonders, wie es um den Körper bestellt ist, weil da kommt alles am letzten an. Das ist quasi wie bei der Kälte, wenn man kurz vorm Erfrieren ist, da werden die wichtigen Organe zuerst beliefert. Und das ist meine Erfahrung auch für Nährstoffe. Also, wenn ich genug aufnehme, äußert sich das irgendwann auch über die Haare und die Haut. Das ist ganz, Logisch. ganz wichtig, ne? Ja. So, ja. Und Wollen wir noch ein bisschen uns die auf jeden Produkte Fall. vielleicht anschauen? Wir haben jetzt links das erste gehabt. Das war diese Chaga, genau. Gaga, genau. Was sehen wir in der Mitte? Das ist mit Kurkuma, das ist meine erste Kreation. Ich hatte damals, also ich habe sehr viel Krankheit in meiner Familie, so von Krebs bis was weiß ich nicht was. Und bei mir fing es halt auch schon früher nicht mit Krebs, aber dass ich zum Beispiel meinen entzündeten Nerv hier im Gesicht hatte. Und Kurkuma, das kennt ja jeder von uns, und das hatte irgendwie nicht so den richtigen Effekt bei mir. Und dann habe ich mich halt zusammengesetzt und das alles mit D3 damals an so einer kleinen Kapselmaschine per Hand und dann meine Freundin dann gegeben und so ging das dann halt los. Und es ist einfach wahnsinnig gut entzündungshemmend. Das ist vor allem allgemein beschrieben. Aber gerade das mit Kurkuma und wir haben da auch etwas Weihrauch und hochwertige Extrakte mit drinne und mein Eigenextrakt Also gerade und Entzündungen, auch das Arthrose, Arthritis-Thema, richtig, Arthrose ist richtig. zwar eigentlich nicht schmerzhaft, das andere ist schmerzhaft, Richtig. rheumatische Erkrankungen, das sind ja alles Entzündungen im Körper letztendlich. Richtig, genau. Und da ist das natürlich ein probates Mittel. Kurkuma ist sehr hochwirksam. Ja, Ich kenne das von genau. anderen auch. Genau. Ganz ein tolles Produkt. Was sehen wir ganz rechts, wenn wir das nochmal, danke. Das ist meine letzte Kreation, das habe ich mit einem Vollspektrum-Hanf, also Nutzhanf ohne THC, also ne, ist ja nicht erlaubt, wissen wir. Und dann habe ich da aber auch noch andere Sachen drin, so Adaptogene. Adaptogene sind wie der Chaga, der ist da auch zum Beispiel in einer geringeren Menge drin, um wieder das Energiesystem und den Körper ins Gleichgewicht zu bringen, dass es wieder fließt, weil dort hat hochwertige Nahrung, macht das eigentlich von alleine. Unsere Körper entgiften eigentlich auch von alleine, wenn sie genug versorgt sind. So, es gibt so Tricks aus der ayurvedischen Medizin oder aus der finnischen, chinesischen oder wo auch immer möchte, die ich dann quasi halt in dem Vollhanf, das heißt jetzt so, weil das mein erstes mit Hanf ist, einem Vollspektrum-Hanf, der ganz besonders ist, handgepflückt aus einem Ökogebiet und von jemandem, der wirklich Ahnung hat und wo halt wir konzentrieren uns immer nur auf CBD, was ja in jeder Munda ist, aber die Pflanze hat so, so viel anderes noch, CBN, CBG, die von den Studien her zwar noch hinterherhängen, aber genauso ein gleiches Potenzial haben. Und mir ist es halt wichtig, dass wir ein Vollspektrumprodukt haben und nicht nur bei Kurkuma zum Beispiel wird sich aufs Kurkumin nur
konzentriert. Aber dieser synergistische, unterstützende, gleichmäßige Effekt der ganzen Pflanze, das wird nicht berücksichtigt. Ja. Und Und da ist natürlich auch wichtig, wie Beispiel Kurkuma, was braucht ja. man, um den Stoffwechsel und die Bioverfügbarkeit wieder Genau, hochzufahren? genau. Wir haben Pfeffer, Pfefferextrakt, dabei aber am nicht nur besten das. Fett, ne? Fett, ja, wir haben Kokosöl in jedem mit drin. Und Sehr gut, sehr dann noch gut. die Vitamine. Also mir ist halt aufgefallen damals, als ich das dann für mich und meine Freundin gemacht habe, meine Freundin, die dann so, ich kaufe nichts mehr, mach du noch mal so. Also so ging es dann halt los. Und dann ging ich da abends überhaupt, weiß ich was, Time to Do oder was weiß ich nicht, was geguckt und habe dann da so mit der Spritze alles überfüllt und so. Das war nur so klein und dann irgendwann habe ich gesagt, das geht nicht mehr. Und dann kam es ja auch so, dass ich die Uni verlassen habe und so. Das ist ja dann über mehrere Jahre gelaufen. Und gerade diese Kombination ist super wichtig. Und dieser Pfefferextrakt, also da konnte man halt auch zeigen, dass das offensichtlich nicht nur für Kurkuma gilt. Ja, auch bei Ne? Auch anderen. bei anderen Dingen, ja. Wir haben drei weitere Produkte noch. Fangen wir wieder links an. Ja, das ist pur. Also das ist mein bislang einziges, wo wirklich sonst, da sind nur Braunalgen und eine kalzium- und mineralstoffreiche Alge drin. Also zum Beispiel, was ich eben sagte über die Alginate, die sind hauptsächlich in den Braunalgen vorhanden und das ist ein sehr, sehr guter Entgifter und die sind sehr reichhaltig an Jod. Das sind alle Makroalgen, haben Jod, Okay. aber auf meiner Seite findet man auch den Jodgehalt, weil wir sind genau, also meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach ist Jod genauso wichtig wie D3. Also weil wir einfach nur schlechte Quellen haben und keine natürlichen wie das Jodsalz. Jod wird aber von Spannend. jeder Zelle gebraucht. Und gerade bei der Entgiftung von zum Beispiel Brom ist es so, was ja früher in Wasser und weiß ich nicht was überall war und was wir auch heute immer noch haben, Ja. dass nur wenn also dass das Brom dort sich ansetzt, wo es Jod eigentlich hingehört. Und wenn man den Körper mit viel Jod quasi spürt, trotzdem sanft und langsam anfangen, weil die Entgiftungserscheinung auch beim Kurkuma, das kann halt zu Entgiftungskopfschmerzen führen. Ja, Also kann heftig lieber werden. einschleichen, wenn man sehr sensibel oder zum allerersten Mal sowas macht. Ist selten der Fall, aber kann vorkommen. Und wie gesagt, dass dieses Brom dann quasi ausgeleitet wird, wenn genug Jod reinkommt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Jod ist. Ich meine, wir kennen den ganzen, in Anführungsstrichen, Kampf mit D3. Wie lange hat das gedauert, bis das wirklich sich einigermaßen durchgesetzt hat? Und mit Jod ist es quasi genauso. Sind alles, wenn diese Dinge im Körper richtig vorhanden sind, sage ich den Menschen immer, das sind Aufheller. Auf jeden Die machen Fall. euch auch geistig wacher. Richtig. Und gerade D3, K2 ist so eine Geschichte. Normalerweise hätten wir genügend Sonne und oftmals wird der Himmel halt zugeschmiert mit irgendwas und wir haben nicht genug Licht. Aber die Menschen, was machen sie? Gehen zur Tür raus, erster Sonnenstrahl, Sonnenbrille auf. Richtig. Bedenken Sie bitte, ich sage das immer und immer wieder. Die Augen nehmen 75% Biophotonen auf und die Haut nur 25. Und jetzt schauen Sie, was an Haut frei ist von uns, meistens das Gesicht und die Hände, vielleicht noch die Arme bis hierher. Im Sommer, wenn wir uns trauen, tragen wir dann mal kurze Hosen. Aber letztendlich decken wir die meiste Fläche unserer Haut ab. Also ist es umso wichtiger, die Sonne in die Augen zu lassen. Natürlich nicht in die Sonne gucken, das tragen viele nicht, aber der 45-Grad-Winkel. Und dann einfach zuzulassen, dass die Biophotonen aufgenommen werden können, das lichtet den Körper. Viele können das nicht. Entweder sie arbeiten am Tag, wo die Sonne scheint, in irgendeinem Büro, hocken unter Neonlicht oder sind Bergleute, sag ich mal. Bergleute sind auch nicht so sehr an der Sonne. Aber gerade dann ist es wichtig, dass sie so ein Produkt wie dieses mit D3 und K2 in der richtigen Zusammensetzung, in der richtigen Richtig. Bioverfügbarkeit nehmen. Sie fühlen sich einfach wohler. Genau, Hier, das ist ich halt die mach das. Quintessenz, die wir Ja. halt auch einfach immer wieder kriegen. Gerade diese depressiven Verstimmungen, die ja zunehmend mehr Menschen haben, was wirklich ist kein Heilversprechen, wie gesagt, aber bei ganz vielen ist es wirklich ein unerkannter Nährstoffmangel. Ja. Ganz simpel. Oder Vitamin, wo ich auch einfach, die zähle ich dazu, die 3 oder K2 oder halt auch andere. Und das ist manchmal so simpel. Oder dass einfach zu viel Vergiftung, der Zellmüll in den Zellen, der einfach total nicht beachtet wird. Und der muss raus und dann kann das auch alles wieder fließen. Oder Und bremst den Mensch, er tut ihn wie total. runterfahren, Ja, ne? dieser Und du brauchst. Nebel im Gehirn, das haben ganz viele und das ist häufig wirklich nur diese ja, Vergiftungserscheinung mit Zellmüll. Und wo du gerade nochmal Biophotonen sagtest, ne? Algen sind mit die reichhaltigsten Lebensmittel an Biophotonen. Einfach gerade wenn man so ganz ursprüngliche alte Qualität nimmt, sage ich jetzt mal, die so ursprünglich ist wie
es nur geht, ne? Und vielleicht noch ein paar essbare Wildpflanzen wie Löwenzahn oder Brennnesseln, dass Ja. man sich dafür einfach öffnet und sie einfach sammelt und natürlich auch gucken, wo, nicht jetzt an der stark befahrenen Straße unbedingt, Ja, ne? Aber klar. das sind alles Dinge, womit wir relativ viel erreichen können, ne? Gehen wir es weiter durch. Ja. Uns rennt die Zeit ein bisschen weg. Wir haben nur noch 3 Minuten, müssen wir einen Gut. Schnelldurchlauf machen. Was finden wir in der Mitte? Das ist also das pur ist halt ohne Extrakte, ohne, also einfach wirklich pur. Pur Plus enthält wieder diese, wir haben es die Vitamin- oder Dr. Wichmann Vitalstoffformel mit Extrakten und D3 und K2. Es ist quasi das gleiche, nur mit D3, K2 und Extrakt. Und das andere ist rein Braunalge und Reine Algen, Calciumalge. genau. Genau, weil das manche einfach möchten. Ja. Ganz Ne? rechts haben wir noch ein Das ist Produkt. mein Haarwunder. Das Haarwunder, jetzt alle Frauen aufgepasst oder die Männer, die haben gesagt, Ja, mir ist es irgendwann Männer ist ein egal. bisschen komplizierter, Ja, das hat mit den Hormonen zu war mir tun, wieder aber ich bin dran. klar. Ja, und sehr gut natürlich Calcium, Magnesium, die ganzen seltenen Spurenelemente, das ist da halt alles mit drin. So kräftig die Haare, man Und sieht ja das generell, Beispiel. ja, das Genau, ist werden die wichtig. Haare wieder gut und glänzend und die glänzen auch schön und sind Ja, ganz viele geworden wieder. ja. Also Frauen, die mit den Haaren Probleme haben, Das dünnes Haar. kann daran liegen, also man Ja. sieht es wirklich an Brüchigen, auch an den Nägeln, die sind wahnsinnig fest geworden. Ich muss da manchmal aufpassen, dass ich keinen da wirklich verletze beim Geld geben oder so, weil das war früher mal voll Richtig wabbelig. stabil geworden, die Ja, Nägel. und natürlich spiegelt es natürlich auch wieder, wie es mit den anderen Bereichen des Körpers ist, wie Knochen und alles. Also da brauchen wir halt gute, bioverfügbare Magnesium, Calcium und weiß ich nicht was Quellen. Und das ist das halt letztendlich. 3 weitere Produkte, wenn die Regie noch mal umschaltet. Danke. Was sehen wir links? Wir haben das mit der Afa-Alge, das ist auch gutes Gehirnfutter. Die Afa-Alge kennen ja einige. Dann haben wir in der Mitte das mit Safran. Safran ist halt wirklich super für die Augen. Das möchte ich noch mal ganz kurz Ne? ansprechen, das Augenthema. Ja. Du hattest wie viel Dioptrien? Minus 2,5. Minus 2,5, weit kurz. Kurz. Gut, du hast Kurz. kurzsichtig, das heißt, du hast hier alles gesehen, aber sobald Ja, du genau. den Wer ist Vogel da verfolgen wolltest, war der hinten? immer Husch. verschwunden. Ja, genau. Und jetzt habe ich minus 0,5, ist jetzt schon eine ganze Weile her. Also ich trage immer noch Brille, also so ein bisschen. Aber das ist Zeit, wie bedeutend. lange hat es gedauert? Weißt du, das kann ich gar nicht so sagen. Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben sehr gutes Feedback in kurzer Zeit, aber es ist sehr individuell, wie gesagt. Und das muss man gucken, was die wirkliche Ursache ist. Also was Safran halt macht, ist, dass es halt, also wir waschen unsere Augen ja nie. Ne? Und dementsprechend kommt auch viel, unheimlich viel Schmutz in die Augen, gerade bei uns Frauen. Ne? Selbst wenn wir uns Ah, abschminken, Schminke und Schminke jetzt Zeug. ja Ja, auch ja, wieder. ja, Und ja, ja. da kommt der Sauerstoff auch nicht vernünftig an und all solche Sachen. Und Safran ist halt wirklich sehr gut bekannt in ersten Studien, dass das alles frei putzt und dass das alles gut laufen kann und auch ein guter Nährstoff fürs Auge ist, weil da achten wir ja wenig drauf. Aber ich habe ja auch Algenglück OPC, da ist zwar auch OPC mit drin, aber halt auch andere Dinge wie Rosskastanie und rote Weinblätter oder Hagebutte, weil mir war es einfach wichtig. OPC ist toll, aber es ist nicht das Einzige, was toll ist für Herz-Kreislauf-System und auch gut für die Augen, ein Kombi vielleicht oder da gibt es ja viele Möglichkeiten. Genau, jetzt wissen wir, das möchte ich auch noch kurz anfügen, liebe Zuschauer. Mittlerweile ist in vielen Ländern sind sämtliche Aussagen zum Produkt verboten. Ja. Das hat sich die Pharmaindustrie schön hinbiegen lassen vom Gesetzgeber, dass keiner mehr irgendwas sagen darf. Also finden Sie natürlich auf der Website von der Frau Dr. Wichmann wenig Informationen zum Produkt. Informieren Sie sich über sogenannte Erfahrungsportale. Dort erfahren Sie, was Menschen sagen, wie sie das Produkt und das Produkt erleben. Und ich sage auch immer, die Menschen, die die Produkte von der Frau Dr. Wichmann kennen, sollen sich gerne mal mit uns in Verbindung setzen, dass wir wissen, wie funktioniert es, welche Erfahrungen haben Sie gemacht. Und alleine das, selbst wenn es 2 Jahre dauert, ich habe jetzt 4 Jahre rumgemacht mit meinen Augen, minus 3 Dioptrien, aber ich bin weitsichtig, also ich hatte hier das Problem und bin immer so da gesessen, hatte so Ja, es ist nichts zu halt so ein lesen. bisschen unterschiedlich. Man muss auch gucken, was einem fehlt. Das ist Genau. halt, ich habe auch wahnsinnig viel rumgetestet. Das müssen wir jeder. Ich werde auch das nochmal dazu, Auf weil jeden es ist immer noch nicht hundertprozentig. Bei schummrigem Licht habe ich noch so meine Probleme oder Lichtwechsel von hell zu dunkel im Ja, ja, Moment. ja. Da brauchen die Augen immer eine halbe Sekunde oder so, bis sie sich plötzlich umgewöhnt haben, was früher nicht so war. Okay. Man sieht, es gibt immer wieder tolle Geschichten.
Ihnen, liebe Zuschauer, sei noch mitgegeben, gehen Sie auf die Website, schauen Sie sich das an. Wir werden das natürlich auch bei uns im Shop haben, aber ganz, ganz wichtig und entscheidend ist, kein Mischmasch machen. Hören Sie mal auf, dass, wenn Sie jetzt da heute noch 10 Produkte haben, die Sie irgendwoher mal haben und irgendwann genommen, können Sie natürlich nicht feststellen, wie wirkt das, wenn Sie jetzt plötzlich das zu irgendwas anderes dazu nehmen. Und das machen leider viele und ich sage immer, Leute, kein Nahrungsergänzungswirrwarr in sich hineinschmeißen, da können sie oftmals sich mehr schaden als nützen, denn verschiedene Stoffe oxidieren miteinander, das heißt, die mögen sich nicht, obwohl sie alle einzeln gut sind, aber in der Gemeinsamkeit wollen die halt einfach nicht so. Setzen Sie mal ab, entscheiden Sie sich für eine klare Linie, ziehen Sie das mal 1, 2, 3 Monate durch und dann sehen Sie plötzlich, was Ihr Körper macht. Und kommunizieren Sie mit ihm. Er freut sich darüber, wenn er auch mal angesprochen wird, wie es geht. Ne? Genau. Ist auch so eine Erkenntnis, die man absolut gewinnt. Absolut, genau. Jetzt haben wir noch gerade Zeit für ein kurzes Abschlusswort und dann war's das. Ja, wie du halt sagtest, also wirklich achten Sie auf sich und probieren Sie selber aus. Wir sind nicht von der Stange. Ich musste auch viel probieren und lernen Sie wieder Ihrem Körper zu vertrauen. Denn der weiß am besten, was gut für Sie ist. Und achten Sie auf die Inhaltsstoffe bei Nahrungsergänzungsmitteln, denn was unter Inhaltsangabe steht und an erster Stelle steht, das ist auch am meisten drin. Und das sind meistens Füllstoffe und die wollen wir doch nicht. So. Dankeschön. Vielen, vielen Dank vielen für den Dank, Besuch, Norbert. Für den kurzen und heftigen. Wir werden uns garantiert noch öfter sehen, weil das war gerne. Ein spannendes Thema gerne. Und hochqualitative Nahrungsergänzung. Ganz toll. Vielen Dank. Ich danke dir, Norbert. Ich brauche dem nichts mehr hinzuzufügen, liebe Zuschauer. Sie haben alle Informationen. Jetzt kommt es auf Ihre Entscheidung an, wie Sie sich entscheiden, in Ihrem Leben vielleicht wieder klar zu sehen, schöne Haare zu haben oder andere Thematiken in den Griff zu kriegen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Time to Do Spezial. Supi, Norbert.